So, ich habe gerade mal nachgezählt und ich sehe, wir haben 4 Bandages in dieser Welt. Es gibt noch 2 Level. Selbst wenn in den letzten 2 Leveln noch Bandages wären, was sie, okay, in Level 20 ist eins, ja, ich habe nachgeguckt, in welchen Level es welche gibt, weil ich keinen Bock habe, jetzt auch hier nochmal jedes Level durchzustöbern. Auf jeden Fall haben wir ein paar übersehen, ein paar viele. Und die werde ich dann gleich erstmal vor den Warpzones noch holen. Ja, ich versuche gerade krampfhaft irgendwie noch eine Ablenkung vor den Warpzones. Wow. Oh, ich kann hier gar nicht sterben. Okay. Müssen wir aber trotzdem. Komm, erschieß mich. Dankeschön. Was zur Hölle? Ach, da oben ist ein Schalter. Sag das doch einmal. Das hat er nicht gesehen, ja. Lustig Scherz oder was? Ja! Alter, das ist ein lustiger Spaß hier. Oh, yes! Merk schon, wie mir jede Sekunde an diesem Spaß ersticken werde. Ja! Das ist auch gut. Warum hat der denn nochmal geschossen? Der darf eigentlich ja nicht mehr schießen. Hallo? Schuss. Okay, sie haben keine Lizenz zum Töten mehr. Oh ja. Nein, das war nicht Lucky, das war Skill, ja. Und das war dumm. Oh ja. Töte mich, danke schön. Einfach nur alle aufmachen und das Ding schießt sowieso nur einmal. Das ist generell eigentlich total useless, aber wie komme ich da durch? Und am liebsten noch lebend. Viel zu viel auf einmal. So zum Beispiel. Gut, das letzte war jetzt mal wieder nicht so das Problem. Oh, letztes Level, wo sind wir? Da sind wir. Hui. Oh, naha, hein. Schon wieder wartet bis zum Sankt-Nimmermeins-Tag. Bis diese hässlichen Dinger. Warum rutsch ich da eigentlich immer? Ich kann mich doch auch einfach so fallen lassen, oder? Warum verfolgt mich dieses dreckige. Weiß wie ich. Ah, das ist doch scheiße hier. Nein, ja. Er rutscht trotzdem, einfach nur, weil er rutschen will. Keine Ahnung. Hui. Jetzt ist er mal gefallen. Es war schon. Alter. Aber dieses eine Vieh verfolgt mich trotzdem noch. Nein. So geht das nicht. Diese. Ach Mann. Ich habe genau gesehen, es hat aufgehört, mich zu verfolgen. Aber. Ja, diese Plattformen brauchen wieder so 2 Stunden, bis sie generiert sind. Das ist so übelst nicht schön. Ja, das meine ich. Und wenn ich dann da aber warte, dann tötet mich dieses Vieh mit Bravour. Kann man es natürlich auch machen. Oh nein. Böses Vieh, ich will nicht verfolgt werden. Ja, natürlich. Müssen wir uns da noch einmal den Weg frei. Ja. Freisprengen, wollte ich gerade sagen. Und dann. Was? Ja, jetzt generiert die Plattform sich auch schon nicht mehr. Ja, jetzt sterben wir ab und zu mal da dran. Wissen auch nicht ganz genau, warum das so ist. Weil, ja, genau, so wollte ich das auch nicht machen. Das ist total cool. Bis diese Plattformen sich generiert haben, hat dieses Omnomnom-Viech genau das da mich 2000 Mal schon aufgefressen. Warum sterbe ich denn jetzt an dieser Scheiße, hä? Ja. Jetzt ist irgendwie Schattenbooster, ich habe keine Ahnung.
Ja, natürlich. Friss mich auf. Komm schon, du hast es verdient. Ja, Meatboy, hör auf dich zu bewegen. Denn Bewegung schadet dem Körper, sagt mein Arzt auch immer. Oder so. Ja. Weißt du, aber die brauchen dann wieder 2 Stunden, bis sie einmal anfangen zu schießen. Das ist natürlich dann auch wieder Spaß. Und zwar für die ganze Familie. Ja, genau, spring nicht. Alter, dieses Level kotzt mich jetzt schon an, ne? Und hier gibt es irgendwo eine Bandage. Ich fand das so im Internet. Und ich mag es nicht, dass das so im Internet stand. Ich habe aber bisher noch keine gesehen. Dankeschön. Ist einfach mal durch die Lücke. Hahaha, gefunden. Ich will da noch nicht runter. Noch nicht. Ja! Ich will da noch nicht runter. Noch nicht. Zack, bist du unten. Du lost the challenge. Plattform. Ihr braucht sowas von viel zu lange, um zu generieren. Das ist so krass. OMG. OM to the G. Wie er punktgenau durch die 1 Zentimeter Lücke schießt, das ist auch der Hammer. Egal wer diesen Kanonen den Waffenschein gegeben hat, ist es auf jeden Fall verdient. So, den da oben mal wieder zum Schlafen bringen. Wenn Meatboy dann durch die 1-Mann-Lücken, durch die 1 Zentimeter, naja, 1 Block-Lücken gehen würde, dann wäre das Ganze sogar noch schöner. Ja, wie ich das immer mache, ich habe keine Ahnung. Ja, irgendwie überlebt. Ich hatte das Bandage sogar fast schon. Naja, da muss ich einfach stehen bleiben, weil das Vieh über mich drüber fliegt. Das ist natürlich auch mal. Das Vieh will mich eigentlich gar nicht töten, das sieht nur so aus. Oh ja. Das habe ich mir schon fast gedacht, jetzt verfolgt es mich nämlich auch da hinten. Mhm. Wenn das da noch hinkommt, ne, dann bin ich so tot. Deswegen soll das schön. Ja. Bleib du mal da hinten. Ich mag dich eh nicht. Warum verfolgt mich dieses Scheißding denn? Ja. Ihr komischen Wubbel. Wir laufen in 2 Millionen Richtungen. So, plötzlich tötet es mich dann hier schon wieder. Weiß es nicht so ganz. Ja, ja. Komm, geh sterben einfach. Keiner mag dich, Meatboy. Ich mach das einfach so, weil ich mir ja sowieso erstmal die Bandage holen werde und. So, jetzt sind alle 3 weg. Jetzt kann ich mir halt dementsprechend noch Zeit lassen. What the? Len, spring doch nicht! Mann! Springen ist absolut uncool in der heutigen Gesellschaft. Ja, komm mal hier rüber. Ach, komm halt nicht hier rüber. Sterb! Oh, seid ihr unfähig, ihr Scheißviecher, ey. Und awesome screen. Denn ich mag euch nicht. Dieses Level ist übelst nervig. Aber echt übelst nervig. So, jetzt habe ich hier zumindest keinen mehr, der mich. Ja, Alter, geh doch nicht auf, du verdrecktes Scheißteil, ey. So. So. Wunderbar. Da gerade schon, er schießt wieder perfekt durch die Lücke, ey. So.
Ha ha. Was? Great Day? Ja, nehme ich mit. Leck mich am Arsch da. So, jetzt heißt es Bandages nachholen. Dam dam dam. So, was habe ich denn aufgeschrieben? Direkt in Welt 1 als 1 geben. Das habe ich mal schön übersehen. Ich weiß. Oh, das war das schöne Level. Gibt's denn hier ein Bandage? Bitte schön. Bandage, wo bist du? Da auf jeden Fall nicht. Da ist kein Bandage. Wo soll denn hier ein Bandage sein? Da sollte man sich vielleicht beeilen, weil ansonsten, ich weiß nicht, ob es noch eine zweite Möglichkeit gibt, irgendwie durch diese zwei, ja genau, durch die zwei Kreissänger durchzukommen. Hier soll irgendwo ein Bandage sein, aber ich weiß nicht wo. Wie habe ich denn den Sprung da nochmal gemacht? Ach, ich weiß es schon nicht mehr. Schon wieder zu lange her. So zum Beispiel. Und wo soll jetzt der Bandit sein, bitte? Danke. Hier unten irgendwo. Ist auch keine Bandit. Und das weg. Hängt die jetzt hier irgendwo unsichtbar in den Gebäuden drin oder was? Ist auch keine Bandage. Hallo? Verarsch mal wen anders, bitte? Wo ist denn hier eine Bandage, bitte schön? Eins, was ich mir gerade so vorstellen kann, ist, dass die jetzt irgendwo hier in so einem Gebäude drin steckt. Und hier kannst du da irgendwo durchgehen oder so. Aber dann müsste man nur noch gewusst haben, wo man durchgehen kann. Seriously, das kann's ja wohl nicht sein. Wo ist hier? Wo soll hier eine Bandage sein? Ich weiß es nicht. Trollolol. Aber hier soll irgendwo eine sein. Vielleicht hier rein oder so. Oder da. Ja. Hier. Da. Nein. Einfach mal nirgendwo vielleicht. Wo zur Hölle soll denn hier? Da ist auch. Kannst du auch nicht reingehen. Bandage. Bandage. Hallo. Hier geht's auch nirgendwo rein. Gucken wir mal auf der anderen Seite, ob es da irgendwo reingeht. Ansonsten muss ich mir das. Gibt's ja wahrscheinlich auch irgendwo noch eine nähere Beschreibung, wo die drin sein soll, oder? Hier kann man nicht rein. Okay. So viel zu dieser Bandage. Werde ich dann nochmal gleich genauer nachgucken, wo die sein soll. Juhu. In 3 gibt es eine, in 5 gibt es eine, in 7 gibt es eine. In 7 fehlt eine, okay. Sehr gut. Wieder ein Level, wo ich nicht weiß, wo hier eine Bandage sein soll. Wir suchen mal. Wir gehen einfach mal suchen. Vielleicht wieder hier direkt am Anfang. Nein. Finde ich nicht. Das ist wieder so ein Level, wo du theoretisch in die Häuser rein können. Reingehen könntest, aber schön Bandages suchen macht doch Spaß. Hatten wir bisher auch noch, glaube ich, gar nicht. Vielleicht da oben auch nicht. Sieht ja noch verdächtig aus. Da unten ist auch nichts. Schlüssel zu mir, zur Bandage Girl verpasst, ist jetzt aber auch nicht unbedingt so ein Drama. Wo soll hier ein Bandage sein? Keine Ahnung, schon wieder nicht, da geht's auch nicht rein. Ah, was zur Hölle, ey, verarsch mich doch nicht. Das ist jetzt das zweite Level, wo eins angeblich drin sein soll, aber man findet es nicht. Bestimmt wieder irgendwo in einem dieser räudigen Häuser drin, oder?
Oder wo soll das sonst drin sein? Ah, das stinkt doch, ey. Toll. Ganz, ganz großes Kino. Wo soll hier lebendig sein? Ich weiß es nicht. Ich habe übelst kein Plan. Ja, da kommen wir auch nicht rein. Übelst kein Plan, wo hier lebendig sein soll. Alter, verarscht du mal wen anders. Hier ist doch keine Bandage. Ja, rausfinden, wer diesen Internetartikel geschrieben hat, doch, ne? Kriegt dann erstmal einen auf den Latsch, gegeben hier. Was soll denn das? Hier ist keine Bandage. Ist keine Bandage. Keine Ahnung. Bandage die zweite, die wir nicht gefunden haben. Ey. Neun soll es eine geben. Ey, wenn das jetzt wieder so ein Level ist, ne? Dann weine ich aber. Oh ja, das ist jetzt das Level. Soll jetzt hier wieder eine sein? Wieder irgendwo? Moment. Oh ja, da geht's tatsächlich rein. Alter, ey. Haben die den Arsch auf, die Bandages so zu verstecken, oder was? Ah, so, die erste Bandage, die wir gefunden haben. Yay! Was, nein? Wirklich nicht. So, jetzt gucken wir mal. In Welt 12 soll es eine geben. In Welt 16 soll es eine geben. Alter, wie viele verdammte Bandages hat der Typ bitte eingeplant, hä? In der Light World gibt es ja, hier kann natürlich... Lols! Seht ihr das Bandage, ja? Ich sehe es nämlich auch gerade. Das hätte man sich schon holen können, eigentlich. Nein, da war es fast wieder. Okay, nein, fast. Fast. So, sehr gut. Gut, ich weiß nicht. Ich glaube, der Typ hat ein bisschen zu viele gezählt. Vielleicht waren das auch irgendwie Warps und so, weil ich nicht weiß, was er dann in... ja, vielleicht hat er die Warps und so noch irgendwie mitgezählt. Das heißt, dass in 1 dann 1 gibt und in 7 gibt es ja eine Warpzone und... Also, das hat das dann noch angehört. Weil eigentlich gibt es nur 7 in jedem Ding. So, jetzt haben wir das letzte Level. Oder die zwei letzten Level, ich weiß nicht mehr. Und Bandages gesucht, sehr gut. Das ist natürlich wieder, aber viel geschafft in der Folge. Egal. I don't care. Nur überhaupt nicht, bin ich der Langsamste in dem Spiel, vielleicht. Gut, dann, das heißt, wir machen das nächste Mal die tollen Warp Zones. Ja, ich freue mich irgendwie überhaupt nicht drauf, weil die Warp Zones hier stinken. Himmel hoch und weit. Naja, gut. Wir sagen... Wir sehen uns beim nächsten Mal bei den Warp Zones dann. Ciao, ciao.